So, da sind wir wieder hier. Dying Light ist wieder mal angesagt mit einem Meatball. Servus. Und lang wird es nicht mehr dauern, da werden wir noch ein bisschen Unterstützung bekommen, hoffentlich. Weil zu zweit ist schon heftig hier, gerade nachts, gell? Ja, also da braucht man dann teilweise schon eine Windel an. Also, puh. Letzte Folge war schon Gänsehaut und Action pur, gell? Alter, ich bin ja nur eigentlich kein Angsthase. Nee, aber da kann man sich also schon mal ein bisschen in die Hose scheißen. Also, Gerade auch die Soundeffekte sind halt schon ziemlich geil gemacht. Das ist ja, und Gänsehaut gerade pur. diese Überraschungsmomente und hier hat schon was. So, Wann aber sind die jetzt werden uns wir endlich erstmal hier hier kurz noch raus? die Story ein bisschen weitermachen. Jetzt sollen wir hochfahren in den 19. Stock. Wir haben ja in der letzten Folge die Antizin-Lieferung auf Wie Anweisung eine von Nacht diesem im Wald. GAI-Typen verbrannt, gell? Ja, Und wie genau. sich hier so herauskristallisiert langsam, machen wir hier einen auf Doppelagent, oder? Warum unternimmt die Regierung Und ich. nichts? Ja, anscheinend Wo spielen ist wir so das ein bisschen Militär? doppeltes Spiel hier. Ja, irgendwie schon, gell? Und ich weiß nicht, ob das so die gute Entscheidung ist, hier diesen GAI, deren Anweisungen zu verfolgen. Ich habe so leicht das Ganz schön Gefühl, dass finster. sich das Du irgendwann musst kippen vorsichtig wird. sein. Dass wir dann unser eigenes Ding hier machen oder so. Ja, ich glaube auch. Aber jetzt Aber schauen ich wir würde mal, sagen, lassen wir uns mal überraschen. was hier Bröckli sagt. Manchmal Der überkommen mich Brecken. die Gedanken, dass da draußen nichts mehr ist. Der Lungenhusten. Oder wie, was? Ich hab's heil zurückgeschafft. Jetzt weiß. Jawohl, kurz mal 927 FPS gehabt. Also jetzt, wenn ich so jetzt nur vorm Fahrzeug, ach, vorm Fahrzeug sage ich schon, vorm Fahrstuhl stehe, habe ich um die 90 Frames. Also. Ich hatte gerade den 104. Also wir haben Ja. gerade außerhalb der Aufnahme ein bisschen rumprobiert. Dying Light hat im aktuellen, in der Version 1.2, glaube ich, noch gut Performance-Probleme. Hauptsächlich wird es hier durch die CPU limitiert, weil das Multithreading ist hier relativ schlecht programmiert, sage ich einfach mal. Es rechnet hauptsächlich auf den ersten Kern und der rennt volle Hütte. Also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst Okay, sein. Mann, ich gehe hin. Fading? Ich habe Na, wie du keine sagst. Auf keinen Fall. Das Thema ist Ist durch. es nicht. Du hast einfach entschieden, dass Ich ich. gehe. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Rais hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Oh. Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück. Ah, ich glaube, ich muss bei mir V-Sync anmachen. Also in den Videosequenzen habe ich nämlich gerade Streifen. Okay. Dann nehme ich nach. Also ich nicht. Geilerweise. Beziehungsweise habe ich es nicht gesehen, sagen wir es mal so. So, kaufen Sie Antizin von Reis. Reis, Reis. Jetzt können wir hier noch Nebenquests annehmen, ne? Ich glaube, das wäre mal eine ganz sinnvolle Sache, weil umso mehr Nebenquests man hat, vielleicht stolpert man ja mal über eins. Alfie sucht nach dir. Er ist unten in seiner Werkstatt. Okay. Ah, hier kann Direkt ich was da? kaufen, gell? Ja. Wunderschön. Passt. Ich habe mir jetzt schon mal diesen einen Mod hergestellt. Ich werde ihn gleich nochmal zeigen. Dafür habe ich mir das kurze Messer gekauft. Heiße Tasche oder wie hieß das Ding? Hat man so einen Mini-Gasbrenner an der Waffe dran. Ach ja. Ich glaube, heiße Tasche heißt es ja. Sehr geile Sache, sehr geil. Es gibt hier Waffen-Upgrades und Waffen-Mods, gell? Und die Upgrades, die kann man nicht herstellen, oder? Sehe ich das richtig? Waffen-Upgrades kriegst du, glaube ich, nur bei irgendwelchen Typen oder findest du in irgendwelchen Kisten, glaube ich, nur. Kannst du halt auch nur einmal einsetzen.
Alles. Diese Waffenmods kannst du selber herstellen. Und kannst du halt auch für jede Waffe einsetzen. Je nachdem, wie viel Materialien du halt hast. Ach, hier den hast du schon angequatscht anscheinend. Ja, wollte ich grad. Glückwunsch, du hast die Nacht überlebt. Schade, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Ja, das ist wohl richtig. Echt schade. Aber das Allerschlimmste ist, es ist schon wieder Nacht. Ja gut, es hält uns jetzt aber nicht auf. Aber gut, jetzt rennen wir hier wieder mit UV-Lampe rum und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen, oder? Ja. Ich bin ja der Hoffnung, dass wenn wir die UV-Lampe auf die Typen draufhalten, dank meiner Auftraggeber, dass die dann von uns ablassen und abhauen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe in dem Trailer mal gesehen, dass die halt stehen bleiben, aber was sie dann machen, ob die wegrennen oder so, kann ich dir auch nicht sagen. Mal halt mal testen. So, jetzt hier unten in der Werkstatt ist der Typ hier. Gibt's hier was zum Looten? Nee. Du bist Alfie? Genau. Ich sorge dafür, dass der Laden läuft. Als Elektriker und Hausmeister. Gut, dass du kommst. Wollte dich schon anfunken. Wo brennst denn? Nun, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute? Dank dir hat das Kesselviertel wieder Strom. Die schlechte? Bei der Überführung ist das Stromnetz zusammengebrochen. Da drüben ist es jetzt stockfinster. Also, soll ich's wieder anschalten? Es gibt zwei Umspannwerke. Aktiviere sie wieder. Die Reihenfolge ist egal. Fahr dann die Hauptstation hoch und die Bude leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das krieg ich wohl hin. Aber natürlich. Das könnte jeder Kurier. Es gibt nur ein Problem. Die Finsternis, die dort herrscht, zieht Schattenjäger an. Die strömen nach Sonnenuntergang in Scharen hin. Deswegen habe ich eine Falle gebastelt. Sie ist schon bereit. Wenn du dort den Strom einschaltest, sobald es dunkel ist, können wir einen ganzen Haufen dieser Monster gleichzeitig braten. Wenn's dunkel ist, das ist aber ziemlich riskant. Klar, deshalb hat sich ja auch keiner freiwillig gemeldet. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt als die anderen. Zumindest habe ich den Eindruck. Sagen wir mal, ich will helfen. Ach ja? Ein Gutmensch, was? Hoffentlich hast du auch Mumm. Sonst machst du es nicht lange. Also er hat schon so eine leicht hinterladerische Stimme, so ein bisschen. Klingt so ein bisschen tuckig. Aber naja, gut. Muss es ja nicht stören. Wo ist er denn hier noch liegen? Ach, den kann man nicht einsammeln. Ja, also er sieht auch ein bisschen aus wie so ein Crack-Opfer. Sie können dir das Leben retten. Rain, hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Wisst du, wie weit das weg ist? Ich gebe dir keine Chance. Ja, das ist ein bisschen. Oh, Telefon. What? Wie praktisch. Tod. Oha. Jo, ist schon ein kleines Stückchen. Und ja, Rain, doch. Hier siehst du denn meine Waffe? Ich lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Offizier zurück bin. Was ist denn da? Pass auf dich auf. Stromschock? Sich das Teil. Oder hast du auch so einen Brenner? Warte mal. Aber ich habe eine Gartensichel. Ja, dieser Mod. Modifiziert mit diesem, mit diesem Feuermod. Ah, okay. Weil meine Flamme ist an, deine sehe ich gar nicht. Und nachher mal ausprobieren. Ja, also wir können es probieren. Ich habe die UV-Lampe schon mal ausgewählt. Jetzt einfach mal hier zwischendurch mal Eckpunkte. Da haben wir nämlich sichere Zonen. Ich sehe schon die Tür. Oder... Also was halt gar nicht schlecht ist. Auf jeden Fall müssen wir jetzt immer zusammenbleiben. Ja. Vorlampe habe ich schon ausgewählt. Spielst du mit Controller oder wie spielst du? Nee, ich bin mit Maus.
Ja, ist die Steuerung. Von rechts kommt so ein Tipi? Ja. Ach, willst du von Unterschlupf zu Unterschlupf rennen? Ja, ja, ist am besten. Am sichersten. Nee, zumindest nachts. Hier geht's gar nicht hoch. Wollen wir das mal austesten, an dem der hier unten rumrennt? Na, ich weiß, ja, kannst du machen. Kurz mal erwischt. Wow! Was ist da einer neben dir? Oh, ich, oh, der hat mich runtergeschossen. Ich bin gleich tot. Da bin ich tot. Weg! Der hat mich runtergehauen. Tot. Ja, ja. Ich hab die Lampe voll auf ihn draufgehalten, ja? Mhm. Hey. Der ist wahrscheinlich weggerannt oder ist halt dadurch halt völlig, völlig durchgedreht gerade. Hat er uns halt erwischt. Aha. Aber dadurch sind wir jetzt schon mal in Außenposten weiter. Hast du jetzt Überlebenspunkte verloren? Ich glaube schon. Aber kann sein, dass es hell wird? Ja. Und da läuft es aus. Nacht überlebt. Guck mal, wie ich ihn gerade. Ja, jetzt rennt er eh gleich weg. Ach, du kannst ihn vorne warm machen. Etwas mit dem Vorlauf kaputt oder so. Ach nee, du musst Batterien wahrscheinlich nicht wechseln. Nein. Jetzt rennt er weg. Ja, ja. Ja, sie lädt sich wieder auf. Aber wir haben Nacht überlebt. Sehr gut. Ist ja auch egal. Oh. Na denn? Wegen meiner? Ja, ab zum nächsten. Die Karte. Ja gut, jetzt wo die Nacht vorbei ist, kommen wir ja eh da. Ja, dann können wir jetzt ganz normal durchlaufen. Oder die anderen Dinger schon mal freischalten, oder? Auf dem Weg dahin. Ich habe mal eins markiert. Ja, ja, das habe ich nämlich auch noch nicht. Ja genau, diese gemeine Pflanze habe ich schon gesammelt. Mhm. So. Bäh! Bäh. Ja. Dropkick in die Fresse? Nein. Schön Hammer hast du. Mhm, der macht doch ordentlich Schaden. Oh, ich sehe zwei Rote. Oh. Ja, das, also die Roten sind die, die sich dann auch über Dächer verfolgen. Nee, das sind zwar Banditen. Ah. Ja, dann machen wir die nochmal platt. Töten sie, wer? Lass mal den Wettkampf an. Kann mich nicht bewegen. So. Ja. Renn doch nicht weg. Echt mal, den schnappen wir uns. Ah, daneben. Von da hinten. Ich bin raus. Komm. Sehr geil. Oh, was hat denn der fallen lassen? Was auch noch. Verloren habe ich. Ja. Alter! Oh, ich stand voll drin. Oh, hab ich nicht gesehen, sorry. Ah. Ich hätte jetzt gerne einen Snack. Und hier nehme ich halt. Baklava.
Jawohl. Bringt gleich mal 10 Punkte. Oh. So. Na gut, können wir irgendwo hier rausjumpen. Mein blauer Wegpunkt ist ja hier. Was hier? Oh, ich nehme eine Waffe, die jetzt nicht so wertvoll ist. Habe ich bei dir so einen Dropkick gemacht? Nee. Also du hast zwar getreten in der Luft, aber du hast... Jetzt haben wir aber auch keinen, ne? Loot. Oh, ich sehe ja so einen krassen Zombie. So einen großen? Nee, so einen Menschenzombie. Oh, okay. Da rennt wieder eine Fackel rum. Oh ja, hart. Juhu! Macht aber auch Laune, ey. Oh. War das ein normaler Tritt? Das war dieser Todesstoß. Okay. Ich also denke mir gerade, das war ja... Du haust den einfach die Köpfe weg. Nägel. Komm mal her damit. Ich brauche halt... relativ viel Schnüre oder sowas. Wenn ich hier mal schaue. Ein Würfel, ich kann ja mal. Ah, Chemikalien. Mal oder Mull. Und Klingen. Ich habe keine Chemikalien mehr. Schön mit einem Röntgenblick erstmal sehen, wie die Schädelbasis zertrümmert haben. Mhm. Was? Immer schön auf den Kopf zielen. So, genau. Dann spart man sich Ausdauer. Ah, hier um die Ecke ist es gleich. Ja. Oh. Alter. Hab keine Ausdauer. Bleib doch mal liegen jetzt. Steht da. So, ah ja. Das Ding hier mal zu. Ah. Cool. Und dann musst du drinnen noch die... Mach ich gleich. Home aktivieren hier. Warte, warte. Arthur. Oh. Erstmal Q drücken. Genau. Zombie-Figur hatte ich auch schon einmal gefunden gehabt. Ah ja, reiß auf den Kasten. Och, Stein als Sicherung. Mhm. Hast du natürlich dabei. Naja, sicher. Habe ich auch 50 Stück einstecken gemacht. Ja, der Rucksack ist ja auch, riesengroß. Sehr geil. Schauen wir mal, Map. Achso, Map deckt sich nur da auf, wo du schon warst, ha? Ja, genau. Okay.
Wir können ja mal hier dieses Gazis Versteck machen und dann zu Rais gehen. Ja, können wir machen. Kein Thema. Heißt, wir müssen hier über den Zaun, oder was? Einfach hoch und ab geht's. Auf einmal setzt er. Ach so, warte mal. Ist es angenommen hier? Ja. Ja. Selber mit anzünde bei dem Scheiß. Boah, nee, oder? Oh, help me. Ach, der hat. Warte. Mich... Boah. Bin gleich bei dir? Nee, war instant tot irgendwie. Okay. Das mit dem Feuer ist natürlich mies, ey. Ja, das ist mies. Stimmt. Ach so, hast du dich schon. Nee, ich konnte gar nicht. War instant tot. Jo, naja, okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Versteck freigeschaltet. Das kann man notieren. War schon wieder ein paar Mal kopiert. Ist auch sehr geil. Natürlich nicht. Ich habe gerade eben 400 Punkte verloren durch den Scheiß. Ja, mit jemandem, mit dem du stirbst, wird es halt weniger. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, ne? Ja, klar. So, und jetzt in der nächsten Folge werden wir dann mal probieren, den, in Anführungszeichen, Muttertag zu machen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.